Moin Leute zu Einmal Sterben In. Ich habe mir jetzt mal das seit neuestem Der Geheimdienst nannte mir mein nächstes Ziel. Endindiziert, was heißt endindiziert, es wurde niemals geprüft und jetzt hat es halt komischerweise eine 18-Plus-Bewertung gekriegt und ja, spielen wir Sniper-Elite. Wo die anderen drei Wissenschaftler ich hatte einen Punkt auf der Strecke gefunden, wo ich eine Falle legen und den Konvoi stoppen konnte. Natürlich wurde das Gebiet verteidigt. Ich hatte nichts anderes erwartet. Ja, also unser Ziel ist halt, jemanden zu eliminieren. Was hätte man noch von einem Sniper erwartet? So. Das ist jetzt, glaube ich, die erste Mission nach dem Tutorial. Und komischerweise musste ich für die Aufnahme das Spiel ein bisschen schlechter aussehen lassen. Ich weiß nicht warum. Also wenn ich dich aufnehme, habe ich hier wirklich so um die 80 bis 90 Frames auf dem höchsten Ding. Aber jetzt bei der Aufnahme habe ich da irgendwie nur 20 gehabt. Also irgendwas stimmt mit meinem PC in letzter Zeit nicht. Ich spiele auf der höchsten Schwierigkeitsstufe. Also hier gibt es sehr viel Bullet Drop, also dass die Kugel halt im Flug sinkt. Dann gibt es halt noch Wind, wie ihr oben sehen könnt, dieses weiße Strichchen da oben. Und wenn ich jetzt hier in meine Fokuszeit gehe, wird mir nicht angezeigt, wo die Kugel lang fliegt. Das wird in den anderen Schwierigkeitsgraden angezeigt. Und ich wollte jetzt eigentlich versuchen, zwei Typen mit einem Schuss zu killen. Hab, glaube ich, allerdings den Moment verpasst. Ja. Verdammt, das ist schon mal nicht gut. Oder? Na, fuck it. Ach, komm schon. Dann müssen wir es halt so machen. So, einer ist weg. Zweite ist weg. Das war jetzt minder gut. Und da oben ist ein Sniper. Na gut, gut, gut. Gut, dann wieder auf dem Boden. Sehe ich den hier durch die Büsche? Ist der gerade nach rechts gelaufen? Ne, das war ein Vogel. Okay, der war jetzt weiter rechts. Oben. Ist er da? Ne, da ist er. Was sehe ich den da eigentlich? Oder sieht der nur mich? Also ich habe das Gefühl, dass er hier hockt. Ah, da, ich sehe ihn. Na, wo treffe ich ihn denn? Okay, das war jetzt kein schöner Kopfschuss, aber egal. So. Also wie ihr jetzt gesehen habt, musste ich ein bisschen höher zielen, der Wind beeinflusst alles, also es ist, sagen wir mal, technisch finde ich es eigentlich ganz okay, beziehungsweise eigentlich ganz geil mit dem Bullet Drop. Weil ich habe jetzt eigentlich außer Battlefield niemals wirklich so Spiele gesehen, wo Bullet Drop wirklich so exzessiv benutzt wird. Also ich kann mich, glaube ich, nicht erinnern, dass es in Call of Duty Bullet Drop gibt. Und ich habe es jetzt auch schon eine längere Zeit nicht gespielt, also ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Ahnung, wo hier was ist. Und ja, deswegen werde ich vermutlich glauben, dass dies keine so lange Einmal-Sterben-In-Runde wird. Und ähnlich wie das Dark Souls Ding wird es ja kein Hype, ne, was heißt Hype, keine Trittbrettfahrer mit sich ziehen. Zack. Weil dieses Spiel außer mir keiner besitzt. Ha. Und ich würde mich wundern, wenn sich das jetzt jemand holen würde. Und warum? Ich hoffe mal, das sieht man jetzt in dem Video nicht so hart, aber bei mir hat jetzt dieser doofe Ziegelstein so das Spiel zum Ruckeln gebracht. Okay. Gucken wir mal. Also hier haben wir 1, 2, 3, 4 Jungs, 5 Jungs. Da sitzt ein Sniper. Okay. Kümmern wir uns am besten erst um den Sniper. Okay, der Wind ist ein bisschen nach rechts. Ah, jetzt geht er wieder ein bisschen nach links. Jetzt muss ich nur die Höhe einschätzen. Machen wir mal so. Oh, ich habe sogar getroffen. Sehr schön.
Oh, aber nicht schön. Also das war kein guter Treffer, finde ich. Ja, daneben. Nochmal daneben. Jetzt habe ich aber, glaube ich, sogar zwei getroffen. Ah, nur einen. Weil jetzt sollte ich schnell in Deckung gehen, ich muss nämlich nachladen. Na komm. Gott, der Bulljump ist ja hier schon härter als ich dachte. Also schon auf der Entfernung. Ne? Ne? Komm schon. Wo bist denn du? Ach, da ist er. So. Oh, durch die Nase. Schon mal nett. So. Komm schon. Na, da hinten kommt wieder einer angerannt. Und ich lade nach. Das ist nicht gut. So. Waren das jetzt alle? Nein. Da hat wieder gerade irgendwie jemand ganz hart getroffen. Ich finde übrigens, ich find's lustig, wenn ihr jetzt immer mein Shoulder hören könnt, wie der, wenn ich schieße, dann quietscht der. Also, mein, hier, der Trigger, der ist irgendwie, naja, sagen wir mal schon mal ausgeleiert. Der quietscht. Ich habe keine Ahnung, ob man die Dinger irgendwie, ölen oder so ein Scheiß kann, weil ich befürchte, dass ich damit das Ding irgendwie so mit seiner feinen Elektronik und den ganzen Scheiß dann kaputt mache. Wenn ich da Öl oder so ein Scheiß dran mache. Aber wir sind ja mal vollkommen abseits des Spielgeschehens. Ich meine, man sieht hier wunderschön, wie ich die Waffe zerstört habe. So. Das dürfte es aber eigentlich jetzt mal langsam gewesen sein. Oh, what? Ach, komm schon. So. Dann laufen wir mal ein bisschen. Dadurch verliere ich jetzt hier. Links sieht man meine BPMs, also die Schläge pro Minute meines Herzens. Und je höher die natürlich sind, desto unruhiger bin ich und desto mehr verziehe ich und ja. Das kommt halt, wenn ich laufe, wird die halt höher, wie normal, also wie es eigentlich normalerweise ist. Und ich habe immer gefragt, sind das echte Zeppelin oder so ein Scheiß? Und da soll das noch irgendwie so ein... Gab's die diese Dinger wirklich? Diese... Was ist das? Aber naja. Also ich komme schon mal weiter, als ich gedacht habe, weil ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass dieser Encounter mich hier schon gekillt hätte. Aber naja. Kletter war hier mal hoch. Ich schleiche eigentlich relativ gerne, beziehungsweise lieber in dem Spiel, weil ich mag es eigentlich nicht, wenn die Leute schon sofort wissen, wo ich bin. Und es lohnt sich auch meistens, weil hier wirklich viele Wachen halt rumstehen. Ich habe nicht mal jetzt aufgepasst. Sind wir hier schon in Berlin? Aber wenn, müsste aber eigentlich sein. Glaube ich. So, jetzt spähen wir erstmal wieder. Was sehen wir denn hier? Ich sehe schon mal drei böse Buben. Dach ist vielleicht noch einer. Ja, da ist auch einer. Dann müssen wir schon mal auf wen wir zuerst gehen. Oh, der Wind. Ich mach mal so. Ja, fast. So, mal gucken. Bullet time. So. Jetzt habe ich mich natürlich sehr gut versteckt. Warte mal, habe ich jetzt den einen nicht getroffen? Das sah aber jetzt wirklich so aus, als ob ich den getroffen hätte. Habe ich wirklich auf Sniper Elite gestellt? Habe ich nicht wirklich irgendwie auf Anfänger? Weil irgendwie kommen mir die Kollegen hier ziemlich dumm vor. Na, da müsste doch noch irgendwo böse sein.
Ah. Ah, okay. Oh, die flankiert. Naja. Vielleicht kann ich ja nochmal eine Episode machen. Bis dann.